super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ihr bekommt das Essen super schnell. So, schaut mal. Hier könnt ihr dann kostenlos parken. Linke Seite, wenn ihr rauffahrt aufs Property, gibt es ein Parkhaus. Und wenn das voll sein sollte, könnt ihr da hinten hinfahren. Da sind auch noch Parkplätze und auf der rechten Seite auch. So, und dann wackelt er einfach hier nach vorne. Und dann gibt es hier vorne ein Casino, Eingang und vorne an der Straße. Dann kommt er zum Rippchenhaus. So, und da hinten links in der Ecke, da ist das Rippchenrestaurant. So, hier könnt ihr euch dann eure Players Card holen. Guck mal, was es hier sogar gibt. Bis $500 Freebet, wenn ihr eine neue Karte habt. Und dann gibt es diesen Kiosk da, wo jetzt die Frau steht. Und da kannst du deine Karte reinschieben, das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es Rabatt für die Rippchen und Freebet. Und das alles in dem Casino hier. Wundert euch nicht, dass es so schmuddelig aussieht. Das ist einfach nur, weil die Barbecue-Soße darüber gehauen ist, aus dem großen Eimer hier. Mega lecker. Schaut mal, so sehen die fertigen Portionen aus. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ihr bekommt das Essen super schnell. Also ungelogen, keine 10 Minuten. Das ist ja schon alles fertig. Die haben da hinten sowas, keine Ahnung, was das ist, Dampfgarer, wie auch immer. Da haben sie die Rippchen drin. Dann hauen sie die hier noch drauf. So sieht das Restaurant aus. Die Leute stehen draußen Schlange. Muss man halt ein paar Minuten warten. Nicht verwechseln mit dem Nachbarrestaurant. Da könnt ihr auch Steak essen. Aber es geht heute um Rippchen. So, da werden die neuen Rippchen rausgeholt. Der Brot wird rausgeholt, sorry. Best Rippchen in town. Guck mal, wie viel Soße der da drauf haut. So, und jetzt wisst ihr auch, warum der Grill so aussieht. So, nicht wundern, bei mir fehlt das Brot, dafür habe ich einen Salat mehr. Das Brot brauche ich nicht. Aber es gibt den ganzen Maiskolben dazu, Butter, ja, und leckeres Brot. Ich weiß, der Anblick ist nicht unbedingt appetitlich, aber ich wollte euch sagen, so lecker, unglaublich. So Leute, ich bin mega voll gefressen. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, mega lecker. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare rein, wenn ihr schon mal in Las Vegas wart, im Ellis Island, was ihr davon haltet, ob ihr auch so zufrieden wart, wie ich es jedes Mal bin, wenn ich hier bin. Und ja, Dankeschön fürs Einschalten, auch wenn das Video diesmal kurz war, aber ich hoffe informativ. Bis demnächst in diesem Theater. Tschüssikowski aus der geilsten Stadt ever.